Der Text soll nun also zweispaltig sein, und zwar ab diesem ersten Untertitel. Der Lied erstreckt sich noch über die ganze Breite. Ich überfahre den ganzen Abschnitt, der eben zweispaltig sein soll. Und damit ich die Übersicht etwas besser habe, gehe ich wieder auf 100%. Und jetzt kannst du das auf zwei Arten lösen. Entweder über Format Spalten oder wenn du es lieber mit solchen Symbolen löst, so gehst du auf Layout. Hier sind also alle Befehle untergebracht, die eben das Erscheinungsbild der ganzen Seite betreffen. Und da hast du einen Bereich Spalten, da wähle ich nun zwei Spalten. Beziehungsweise, wenn ich nochmals draufklicke und auf das unterste Symbol klicke, so kann ich diese Spalten noch einstellen. Ich möchte also zwei Spalten und der Abstand zwischen diesen Spalten, der soll etwas schmaler sein, nämlich 0,8, das reicht bei weitem. Die Spaltenbreite soll bei beiden gleich sein. Er soll also beide Spalten ausgleichen. Das könnte man je nachdem eben auch anders machen, dass eben nur eine ganz schmale Spalte für feine Erklärungen und so weiter neben einer breiteren Spalte angelegt ist. So ist also die Einstellung, die wir im Moment brauchen. Wir wählen Blocksatz. Und für den Blocksatz empfehle ich immer die Silbentrennung zu aktivieren. Das können wir auch gleich hier lösen über dieses Symbol Silbentrennung. Und sonst ist es unter Extras Silbentrennung. Es kommt auf selbe raus. Die automatische Silbentrennung. So. Word hat nun die Möglichkeit, eben die Texte, die Zeilen zu dehnen, ohne eben auf sehr lange Wörter Rücksicht nehmen zu müssen. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf den ersten Reiter klicken, können wir den Blocksatz auswählen. Und du siehst, das sieht schon recht professionell aus. Ein bisschen schade ist nun, dass die zweite Spalte so weit oben aufhört. Eigentlich wäre es ja toll, wenn diese Spalten ausgeglichen würden. Word erwartet aber einfach, dass man hier weiter und weiter schreibt. Um diesen Ausgleich zu schaffen, machen wir eine neue Zeilenschaltung, markieren diese leere Zeile. Man sieht, ich habe die Steuerzeichen eingeblendet. Das ist also ein unsichtbares Zeichen, das einfach eine Zeilenschaltung anzeigt. Und hier wähle ich nun, und da muss ich wieder zurück zum Layout gehen, nur eine Spalte. Das heißt, unter diesem zweispaltigen Text beginnt er wieder einspaltig weiterzufahren und dadurch wird er gezwungen, die oberen Spalten eben auszugleichen. Nun haben wir das, was wir wollen. Dieser Text sieht schon recht hübsch aus. Wir haben etwas viel Platz im unteren Bereich, aber das wird sich sogleich ergeben, dann nämlich, wenn wir ein Bild einfügen.